Jetzt sieht auf, wie das geht. Da ist die Erhebung. Dann stelle ich mal an, ignorieren die Emmelwisse. Und ab ist dann auf. Jetzt stelle ich wieder. Jetzt schäme ich den Vorderlauf auf. Schauen wir mal, wie viel das Fleisch reinsticht. Keine Haare drauf kommen, das Fleisch. Wie ist der hier zur Brust schon? Schäme den auf. Diesmal endlich nur bei leichteren Tieren. So Hirsche, Rehe, bis 50 Kilo. Also schwerer wird mal einer von hinten. Du stellst auch noch auf. Das ist auch ein tolles Messer. Das ist für endlich für Lammabhäuten gedacht. Mal eigentlich hervorragend für Wild. So. Jetzt hänge ich das auf. Die Leute sind schon angeschnitten. Jetzt auf, wir sind schon ungefähr so in der Höhe. Getrocknet. Haut und Fleisch, das ist eine feine, feine weiße Haut. Reinkommen. Hinterdecke hört sich ganz so stark. Da müsst ihr sie schön abziehen. Wenn ich auch noch mit Ende kommen, auflösen. So, das war auf der anderen Seite das gleiche. Also ein Fusselei, da muss man schauen, dass man zwischen Fleisch und Decke, da ist eine feine weiße Haut. Ja, siehst du das? Da hat Fisch mal reingekommen. So, das wird schon passen. Dann sollen wir da drüber stehen. Schauen, dass man ein wenig Haare auf Fleisch kriegt. Das ist das ganz. Das wegputzen. Aber es bleibt nicht ganz aus. Es bleibt nicht ganz aus. Das sieht man an. Das sieht das. Schaut, dass das Fleisch wegbringt. Jawohl. Thank you.
wenn wir die Hände an. Und das ist schon gehen. Schatz. Schaut eigentlich recht sauber aus. Schatz. Das können wir doch hinten hinreden. Schaut sauber aus. Fit war es. Viel Wedel weg. So. Jetzt hänge ich es um. Und ich zeige Ihnen jetzt, wie man das Hängen da zerlegt. Das Ding ist so auf. Das Ding ist so hier. Als erstes schneide ich die Läufe weg. Wenn man es richtig abgeschnitten hat, ist da ein großer Schnitt. Das ist da. Das ist ein ganzer gerader Schnitt. Ich schneide die Blätter raus, das sieht ein bisschen an. Und da ist die Naht. Und da fängt der Knochen an. Da mache ich einen geraden Schnitt. Das breche ich dann raus. Das gleiche, anstellen, runter, andrücken und raus ist das Blatt. Jetzt löse ich die Brust aus, hängend, ich brauche dafür keine Säge. Da schneide ich jetzt noch den Rücken entlang. Das ist beim Trägeransatz mit dem Messer hinkommen. So. Jetzt schneide ich ihn mal so ein bisschen an. Dann schneide ich die Rippe. So. Und jetzt löse ich eine Rippe nach der anderen. Viel aus. Schön, dass eine Rippe nach der anderen. Was ich da noch anhabe, das ist ein Schnittschutzhandschuh. Da kann man sich zwar nicht einstellen, aber wenn man sich richtig sticht, kriegt man trotzdem weh. Aber ich finde es sowieso, dass es wichtiger ist, eine Kettenschürze anzuziehen, als wie so ein Handschuh. Und wenn man sich mal wieder in Hand schneidet, kann das viel passieren. Wenn man sich mal den Bauch sticht, das gleich, wo man gleich die Rettung holen. Und dann wieder das gleiche. Da fangen wir mal mit der Rippenpunkte an. Schauen die erste Rippe raus. Dann die zweite. Und so machen wir das bis zum Schluss. Bis runter bis zur letzten. Das Ganze. Wenn ein Schuss drauf ist und es ist Blut unterlaufen, da schneidet man die einfach grob raus und gibt sie dann für Hundefutter. Da ist ja so viel Blut und Dreck drin, dass sich das überhaupt nicht lohnt. Aber dieses Stück ist mit dem Träger, mit dem Hauptschuss geschossen worden. Das ist ein bisschen Gattermüll. So. Jetzt stellen wir noch das Werfel raus. Jetzt lösen wir die Filet aus. Bin ich Filet. Da geht es ganz da oben ist der Filetkopf, da schneide ich rein. Da schneide ich Messer, Knochen, Beckenknochen, an der Wirbelsäule entlang. Da mache ich oben einen Querschnitt. Da ist der Filetkopf, den schneide ich ein bisschen an und ziehe das Filet einfach raus.
Und dieses Fleisch, was so ist, ist ganz vernachlässig. Perfekt. Noch einmal. Da oben ist der Filetkopf, da schneide ich rein. Dann im Beckenknochen entlang. Und dann der Wirbelsäule entlang. Oben ein kleiner Querschnitt. Und Filet ist heraus. Der Hals ist der dritte Wirbel. Eins, zwei, drei, dritte Rippe ist Hals. Da drehe ich den Hals immer ab. In der dritten, eins, zwei, drei, dritte Rippe. Dann steht her. Den Hals stelle ich noch raus, grob, weil den Halsknochen brauche ich noch für Soße machen. Einfach schön am Knochen entlang. Schauen, dass die Messer eng sind. Und da schneidet es einfach groß, schön. Knochen raus. Auf der anderen Seite noch einmal. Wieder das gleiche. Schön mit dem Messer. Die Sehne, die gelbe, das ist der Atlas. Und dann mit dem Messer schön knapp raus. Das brauchst du nicht so schön auslösen. Weil sie haben nachher nur die Knorpel am Träger, die müssen wir wieder wegschneiden. So. Und jetzt schneide ich den Rücken raus. Das muss ich auch hängen. Beim Rücken, das erste Mal, da ist die Wirbelsäule. Da mache ich einen Schnitt links und rechts, schön bis zum Knochen durch. Auf der Seite das gleiche, das sind die Dornenfortsätze. Das ist steil. Und schön mit dem Messer, dass sie schön am Knochen sind. Da ist die Hüfte, Beckenknochen, hier stelle ich da mit dem Messer. Mache ich einen Schnitt. Und da ist das gleiche. Da ist der Beckenknochen und am Beckenknochen schneide ich rein. Jetzt hinten die Lenden. Nehme den Lendenwirbel runter. Ich hoffe, dass man so schön sieht. Schöne Schnitte. Schön. Schatz. Rücken wunderbar ausgelöst. Das gleiche nochmal. Hinten ist die Lende, da schneide ich schön runter. Dann schön nach dem Rippenbogen entlang. Das. Der Rücken perfekt ausgelöst. Kein Schnitt drin, nichts. Und das bisschen Fleisch, was da drauf ist, das kann man vernachlässigen. Ich werde zwar das noch ein bisschen nachputzen. Jetzt schneide ich den ab. Vorher hat man gesagt, man hat den Rücken abgestochen. Man schneidet da genau rein, weil da den Wirbel reinsticht. So. Und jetzt löse ich den ersten Schögel anhängend aus. Der schneide ich an. Der ist da ist das Schloss gebrochen worden. Bin ich nicht dafür. Ich lasse beim Aufbrechen das Schloss immer zusammen, lasse auch die Decke drauf. Weil da habe ich schon da haben sie recht viel Verlust schon gehabt. Und wenn es ein bisschen länger hängt, wird es gleich schwarz, dann müssen wir wieder wegschneiden. Gell? Deswegen würde ich sagen, das Schloss erst brechen, wenn das Vieh aus der Decke geschlagen wird. Da schauen Sie, dass ich mit dem Messer schön am Knochen dabei bleiben. Sehen, auch schon. Und dann rein, schaut, da geht es. Das ist jetzt die Hüfte. Das ist ein super Gerät. Das habe ich. Das ist ein Dick. Hervorragend. Zum nächsten Scheren. Er ist ein Sport, aber nicht die Schleifmaschine. Die brauchen es trotzdem. Aber so zum Anwetzen, einfach eine tolle Sache. Jetzt das zweite Übel. Jetzt fange ich wieder an. Ich schneide wieder an, Schanz. Losgesochen. Aufpassen, wo ich den Finger einschneide. Ich drücke da ein bisschen. Also, wo ist das so blöd? So.
der Schwanz gesagt? Das ist ein bisschen. Das fühlt sich nach. Das fühlt sich nach.